Ernstliches Gebet? Wie bete ich ernstlich? Laut Duden hat das Wort ernstlich mehrere Bedeutungen. Unter anderem wird es im Sinn von aufrichtig gebraucht. Mein Gebet sollte aufrichtig sein. Natürlich weiß Gott schon von allen Dingen, die mich beschäftigen. Aber im Gebet kann ich zeigen, dass ich es ernst mit ihm meine, indem ich ihm eben von allem Dank und allen Sorgen erzähle, die ich mit mir herumtrage. Ob ich knie oder stehe, meine Augen schließe oder öffne, ist dabei gar nicht so wichtig. Hauptsache ist, dass ich mich ganz auf Gott und mein Gebet konzentriere. Und warum sollte ich ernstlich beten? Ein Gebet kann eine Befreiung sein. Vielleicht spreche ich da endlich einmal ein Problem an, das ich mit keinem Menschen teile, sondern nur jetzt, nur mit Gott. Und auch wenn er dieses Problem nicht gleich oder manchmal gar nicht löst, so weiß ich doch, Gott ist da. Dass es gut tut, hören wir immer wieder von Geschwistern, die sich für alle Gebete anderer bedanken, selbst dann, wenn es ihnen noch nicht besser geht. Ernstliches Gebet. Obwohl du immer wieder Selbstzweifel hast, weißt du, dass Gott immer an deiner Seite sein wird und dich immer lieben wird, denn Gott hat dich und deine Mitmenschen geschaffen. Außerdem hat Gott uns nicht ohne Grund individuell erschaffen, denn Liebe entsteht durch Gemeinschaft. Manchmal ertappt man sich doch selbst, dass man einige Gebete, beispielsweise von Priester XY, als schöner und besser empfindet. Irgendwie denkt man sich, dass diese Gebete mehr beim himmlischen Vater ankommen. Dabei vergessen wir total, dass der Herr sich über all unsere Gebete freut. Er liebt sie und dann ist es auch egal, wie wir beten. Was ist eigentlich rechtes Beten? Beten ist relativ schnell erklärt, finde ich. Beten ist das Kommunizieren mit unserem Herrn. Bei Rechtes kommt mir erstmal das Wort gerecht im Sinn. Oder auch Recht. Und Recht, da fällt mir das Wort richtig ein. Oder Richtiges. Also richtiges Beten und gerechtes Beten. Und gerechtes und richtiges Beten heißt für mich auch aufrichtig. Also ein aufrichtiges Beten. Aufrichtiges Kommunizieren mit unserem Herrn. Wo wir das beten, also das ihm sagen, was uns gefällt, wo wir dankbar sind, was unsere ehrlichen Bitten sind und das alles ohne irgendwelche Floskeln zu benutzen und auch nicht aus Gewohnheit einfach zu beten, damit wir beten, sondern wirklich beten mit Hintergrund, wo wir wirklich beten, weil es ein Bedürfnis in uns ist, mit ihm zu kommunizieren und dann ganz offen das sagen und das meinen, damit es nicht nur im Gebet und eine Floskel und Gewohnheit ist, sondern wirklich ein aufrichtiges Beten, wo es vom Herzen kommt, das, was wir sagen, was wir bitten und über was wir uns freuen, ja, wo wir dankbar für sind. Wie ernsthaft sind unsere Gebete? Betest du oberflächlich und bist mit deinen Gedanken ganz woanders? Vielleicht gehst du gerade im Kopf die Einkaufsliste durch oder wiederholst den Mathestoff für den anstehenden Test. Oder ist dein Gebet innig, mit einer demütigen Haltung? Vom Alter höre ich meistens, dass man sich zum Beten hinknien soll, aber als Nachsatz kommt gleich, die etwas Älteren dürfen natürlich auch sitzen. Und wenn ich als Jugendliche mich hinsetze? Ich denke, es kommt auf eine innerliche gebeugte, niedrige Haltung an, um uns die Größe und Allmacht Gottes bewusst zu machen. Denn ich bin ein sündiger Mensch und werde nie als Gerechter vor Gott treten können. Aber Gott kennt mich, er sieht mein Bemühen und ich weiß, dass ich voll auf seine Gnade angewiesen bin. Wieso beten wir eigentlich? Geben wir bei Gott eine Bestellung auf und hoffen, dass sie spätestens am nächsten Tag geliefert wird? Gott lässt uns manchmal Wochen, Monate, ja sogar Jahre warten, weil er eine andere Zeitrechnung hat als wir. Und er weiß, was gut für uns ist. Wer auf Gott vertraut
und im Glauben betet, der erlebt täglich bei scheinbar kleinen Dingen und Ereignissen, dass Gott sagt: Hier bin ich. Da fängt es erst an zu regnen, als ich ein Dach über dem Kopf hatte, dass ich den Bus gerade noch erreichen konnte, mir eine Musikschulstunde Freude bereitet hat, dass Gott mir gute Gedanken schenkt und manches gelingen lässt. Und was erlebst du?